und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie. Und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Sonntag, den 29. März 2020, wurden um 2 Uhr die Uhren auf 3 Uhr vorgestellt, der Beginn der Sommerzeit. Ja, mittlerweile schneit es jetzt am Nachmittag. Alles andere als Sommer. Ich präsentiere Ihnen nun einige winterliche Eindrücke aus dem Hotzenwald und sag einfach Film ab. Heute gibt's etwas Heimatkunde. Der Luftkurort Herrischried liegt ganz im Süden des Schwarzwaldes, dem sogenannten Hotzenwald, auf der nach Süden geneigten Sonnenterrasse in einer Höhenlage von 850 bis 1050 Metern. Der Ortsteil Herrischried führt das Prädikat Luftkurort. Alle anderen Ortsteile sind staatlich anerkannte Erholungsorte. Weite Teile der Gemarkung sind als Natur- und Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen und prägen das Landschaftsbild. Herrischried legte schon früh Wert auf einen guten Ausbau der Freizeitinfrastruktur im Sommer und im Winter. Herrischried ist somit in jeder Jahreszeit eine Reise wert. Aufgrund der sanften und typischen Hügel ist Herrischried optimal für Mountainbike-Touren, Wanderungen, aber auch für Spaziergänge. Gehen wir aber nun etwas zurück in die Geschichte. Bis 1376 waren die Herren von Wieladingen die Ortsherren, die sie als Meier des Damenstifts Säckingen ausübten. Das Damenstift war ein königliches Eigenkloster und seine Äbtissin wurde 1307 von König Albrecht I. in den Reichsfürstenstand erhoben. Die Niedergerichtsbarkeit fiel dann wieder an das Damenstift, bis sie 1783 an Vorderösterreich kam, das bereits die hohe Gerichtsbarkeit und die Landeshoheit hatte. Innerhalb von Vorderösterreich gehörte Herrischried zur Einung Görwil in die Grafschaft Hauenstein, die wiederum zum Oberamt Breisgau gehörte. Erst im April 1806 kam Herrischried tatsächlich mit dem vorderösterreichischen Breisgau an das damalige Kurfürstentum Baden und wurde dem Bezirksamt Säckingen zugeordnet. Zur Gemeinde Herrischried gehören die bis in die 1970er Jahre selbstständigen Gemeinden Großherrischwand, Hochschür, Hornberg, Niedergebisbach, Rütte und Werhalden. Zur ehemaligen Gemeinde Großherrischwand gehören das Dorf Großherrischwand und das Haus Jägerhaus. Zur Gemeinde Herrischried in den Grenzen vor der Gemeindereform in den 1970er Jahren gehören die Dörfer Herrischried und Lochmatt und die Weiler Mühle, Säge und Stehle. Zu den ehemaligen Gemeinden Hochschür und Rütte gehören jeweils nur die gleichnamigen Dörfer. Zur ehemaligen Gemeinde Hornberg gehören die Dörfer Hornberg und Obergebisbach und der Weiler Attdorf. Zur ehemaligen Gemeinde Niedergebisbach gehören das Dorf Niedergebisbach, das Gehöft Meierhöfe und die Häuser im Murgtal. Zur ehemaligen Gemeinde Werhalden gehören die Dörfer Werhalden, Giersbach und Kleinherrischwand, die Siedlung Lochhäuser und die Häuser Klaffenbach. Im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Großherrischwand liegt die in Großherrischwand aufgegangene Ortschaft Schellenberg. Die früher selbstständigen, eingemeindeten Gemeinden sind Ortschaften im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung mit jeweils eigenem Ortschaftsrat und Ortsvorsteher als dessen Vorsitzender eingerichtet. Im Ortsteil Großherrischwand befindet sich das Freilichtmuseum Klausenhof, auf dessen Gelände seit 1983 im Sommer auch alemannische Mundartstücke aufgeführt werden. Der Klausenhof stammt aus dem Jahr 1424, ist eines der ältesten Schwarzwaldhäuser und eines der letzten erhaltenen Hotzenhäuser,
Neben dem Schwarzwaldhaus befinden sich auch auf dem Gelände eine Klopfsäge, eine Schmiede, ein Backhaus, ein Bauerngarten und eine Scheune. Auf dem nordöstlich des Kerndorfes liegenden Gugel, auf der Gemarkung des Ortsteils Werhalden, steht auf 996 Meter Höhe der Gugelturm, der 30 Meter in die Höhe ragt und auf 16 Metern eine Aussichtsplattform hat. Der erste wesentliche kleinere Gugelturm wurde 1930 eingeweiht und 1971 von britischen Pioniertruppen gesprengt, um einem Neubau Platz zu machen. Der Schwarzwaldverein ließ 1971 bis 1974 den neuen Turm errichten. Der Herrischrieder Schwarzwaldverein betreibt zeitweise am Gugelturm auch eine Hütte mit Bewirtung. Der Turm erhielt den Übernamen Neuer Hotz. Sportlich betätigen können sich die Herrischrieder und ihre Besucher zwischen Oktober und April in der Eissporthalle. Diese bietet auch die Möglichkeit, für Eishockeyvereine ihrem Sport nachzukommen. Im Gebäude des Eissportzentrums befindet sich auch ein Hallenbad. In der Umgebung werden im Winter zahlreiche Langlaufloipen präpariert. Und in unmittelbarer Nähe des Eissportzentrums befinden sich zwei kurze Skipisten, damit die Skifahrer auch auf ihre Kosten kommen. Ja, wenn Ihnen mein Video gefallen hat, ich freue mich natürlich auf ein Däumchen nach oben. Däumchen nach oben heißt bei mir immer Danke für die Berichterstattung. In dem Fall hier schöne Winterimpressionen aus dem Hotzewald. Hinter mir der Skihang Herrischried. Aufgrund der aktuellen Situation ist er hier überall, eigentlich komplett weltweit, das Leben runtergefahren. Bleiben Sie gesund. Bei Schwarzwald TV gibt es immer regionale Nachrichten aus den Landkreisen. Waldshut, Lörrach-Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen aus der naheliegenden Schweiz, bei Großlagos im Elsass und aus dem Regierungsbezirk Tuttlingen. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und tschüss.